Moin und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum F1 Manager 2023. Wir sind in Monza unterwegs, T3 steht an. Unsere Setups sehen eigentlich ganz gut aus. Wir wollen Soft, Medium, Soft fahren, wenn ich mich nicht irre. Von daher eingeben wir noch zurück. Da haben wir wieder nur zwei fürs Qualifying. Das reicht aber nicht ganz, ne? Na gut. Also ich wollte gucken, wie lange können wir damit fahren? 42 Runden, alles klar, machen wir. Da müssen wir mal schauen, ob das passt. Können wir die eigentlich so ganz kühl fahren? Ich hoffe. Dann halten die nämlich auch hier das gesamte Training über. Mal sehen, ob das hinhaut. So. Auto-Setup 97%. In welche Richtung hatte ich die Kurvengeschwindigkeit beim letzten Mal geändert? Wir gehen mal hier einfach nur einen Klick hoch. Dann können wir nämlich die Nachspur wieder komplett hochziehen. Und gucken, ob das hinhaut. Wie sieht es mit den Autoteilen aus? Motor 6%, ERS 7%, die halten noch. So, die Bremsstabilität. Oh, okay, die Bremsstabilität wollen wir scheinbar doch irgendwie niedriger. Ja, höher geht ja nicht, ne? Ja, ich schmeiße mal eins niedriger. Die Nachspur, ich glaube, zwei niedriger ist schon zu viel raus. Will ich hier mit dem Radsturz noch ein bisschen hoch? Nee, kann ich nicht. Ja, und ansonsten gehe ich damit zwei Klicks runter. Genau, dann würde es auch passen. So ist aber vielleicht tatsächlich besser, oder? Da kommen wir hier nicht so sehr ab vom Optimalwert. Andererseits müssen wir 3% hier irgendwas ändern. Da sind wir hier noch im Optimalbereich drin. Na, vielleicht wollen wir es doch so rum machen. Ja, wir versuchen mal das. Vielleicht passt das. Was haben wir denn hier für einen Radsturz am Setup? Da haben wir auch... nee, warte, ich bin falsch, ne? Da haben wir 3,10 tatsächlich. Schwierig. Ja, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wir starten erstmal mit dem Training. So, es sollte heute eigentlich nichts passieren. Nee, alles wunderbar trocken. Wir schicken die Jungs raus. So, und dann seid ihr wieder mit dabei, wenn hier irgendwas Spannendes passiert. Die gelbe Flagge. Ocon dreht sich da mal schnell in Kurve 4. Das Anbremsen für die zweite Schikane hier. Okay, und wir sind nicht reingefahren, das ist gut. Wir waren weit genug weg. Feedback on limitation. I'm happy.
Copy, understood. So, bei Alex Albon haben wir tatsächlich die 100% getroffen, wunderbar. Das heißt, wir können ihn direkt reinholen, ne? Wir haben alles erledigt. Gar kein Problem. Und dann warten wir nur noch auf Theo. Box. Dann war das ja relativ unaufregendes Training hier. Das Training 3. So, dann schauen wir mal zu Theo rüber. Der müsste ja auch eigentlich gleich fertig werden. Und hoffen, dass das hier auch hinhaut. Ansonsten wird es mit der Zeit ein bisschen knapp. Noch verrät er uns nichts. Was dauert denn da immer bei Theo so lange, bis er mit seinem Ingenieur da auf einer Linie ist? Nächste Saison bekommt er dann auf jeden Fall Jörn Becker zugeteilt. Und da geht das Ganze dann hoffentlich ein bisschen zackiger. Also jetzt sind wir schon so weit, dass es mit dem zweiten Stint knapp werden würde. Okay, with the car. Großartig, wir haben es schlechter gemacht. Okay, gut. Also doch die andere Richtung. Also da muss Theo nochmal rausfahren. Ja, jetzt habe ich gar nicht auf die Reifen geguckt, aber das sehen wir auch gleich. Also 32, ne, das ist hier verdammt knapp. So, ich habe die Kurvengeschwindigkeit jetzt auf 3 runtergesetzt. So, dann setzen wir die hier noch eins hoch. Ne, noch eins hoch funktioniert nicht. Dann kommen wir überall zu weit weg. Dann machen wir das so. Wie sieht es denn aus mit den Reifen? 69%, das passt also. Wir müssen nur den Laufplan anpassen, ein bisschen. So, und dann warten wir ab, ich schicke ihn wieder raus und dann müssten wir hier auch bei den 100% sein, vermute ich. Hamilton kommt in Kurve 5 von der Linie ab, ne? Das ist ja am Ausgang der zweiten Schikane. Gut, wir sind an Kurve 5. Da ist er ein bisschen eng gegangen, okay. Er von der Ideallinie ab. Vielleicht ein kleiner Kampf mit dem Wagen? Ich hätte eher gedacht, da kommt er ein bisschen zu weit am Kurvenausgang, aber nee, war nicht so. And car balance feedback when capacity. So, Auto ist perfekt, sagt Theo. Auch 100%, wunderbar. Dann können wir ihn jetzt quasi ein paar Sekunden vor Schluss auch wieder reinrufen. Und dann haben wir hier alles erledigt. Training ist jeden Augenblick vorbei. Und dann können wir direkt mit 100% Setups und dann etwas neueren Teilen im Antriebsstrang ins Qualifying starten. So, Sergio Perez und Kevin Magnussen mit einer Startstrafe. Nick de Vries auch. Interessant. Die beiden Ferraris vorne. Dann Alonso heute wieder ganz stark. Dann Ocon. Max Verstappen nur auf dem 7. 0,63 hinter Leclerc.
also 0,4 ungefähr hinter Carlos Sainz, dem Zweitplatzierten im Moment. Die Haas sind hier ganz schön stark, stärker als Pierre Gasly und die Mercedes auf jeden Fall. Keine Ahnung, was die getrieben haben. Ja, da müssen wir gucken, dass wir hier wieder auf einen vernünftigen Platz kommen dann. So, Fahrervorbereitung jeweils 100%. Chibi. Das Qualifying steht an und die Fahrer warten nur darauf, dass es losgeht. Wie wir schon gesehen haben, ist Monza eine wirklich schnelle Strecke. Und es ist kein Wunder, dass die Bevölkerung sie La Pista Magica nennt, die magische Strecke. 80% dieser Runde sind die Autos auf Vollgas und die Motoren werden im Qualifying alles geben müssen, was sie haben. Sie waren im Training nicht so schnell, wie ich es erwartet hatte. Sie brauchen heute bessere Rundenzeiten für einen guten Platz in der Startaufstellung. Sie wollen das sicher nicht verpassen, also schnallen Sie sich an. Ja, dann schnallen wir mal und schauen. Wir haben nur zwei Reifenmischungen zur Verfügung fürs Qualifying. Mal sehen, ob wir damit hinkommen irgendwie. So, einen guten Motor brauchen wir. Vernünftiges ERS. Und ein funktionsfähiges Getriebe zumindest mal. Hier genau das gleiche, nur dass wir hier weniger Teile verbraucht haben tatsächlich, weil weniger katastrophale Unfälle zum Saisonstart stattgefunden haben mit dem Wagen. Ja, dann sind wir glaube ich soweit und schauen mal, ob wir beide Piloten auf P15 bringen. Das wäre halt gut. So, heute Windschatten, glaube ich, tatsächlich wichtig. Bekommt die Strecke da noch mehr Grip? Nee, ne, ich glaube nicht wirklich. So, wir warten mal auf irgendjemanden, der ein bisschen langsamer unterwegs ist. Wo sind wir denn heute in der Boxengasse? Wieder relativ am Ausgang. Das finde ich ganz gut. So. Ja, komm, da fahren wir doch direkt mit. Da kommt er. Und unsere Jungs kommen ja sehr, sehr dicht hintereinander raus. Müssen wir uns irgendwie an Joe so ein bisschen rantasten. Hinter Magnussen hätte man auch herfahren können, denke ich. So, Russell fährt jetzt auf die Strecke. Ich hoffe, der blockiert uns nicht zu sehr. So, und wir gehen jetzt hier in die Curva Grande. Ne, die wurde umbenannt, ne? So, da sind mehrere Autos in der Boxengasse, an denen müssen wir schnell mal vorbei, damit die uns hier nicht aufhalten. Das sieht auch ganz vernünftig aus, ja. Da kommen wir gut vorbei, wunderschön. Und jetzt saugen wir uns hier an Joe ran. Ich glaube, die Alfa Romeos, ne, die wurden nicht so sehr verbessert, wie jetzt zum Beispiel die Alfa Tauris. Oder die Haas, die haben ja auch ein bisschen angezogen. Also Theo profitiert da voll vom Windschatten. Ist von dem Trio hier der schnellste auf jeden Fall. Alex Albon in Sektor 2 von dem Trio hier der schnellste.
Irgendjemand, der hinter uns kommt, ist schon schneller als Theo in Sektor 1 gewesen. Wenig überraschend. So, letzte Kurve schon. Die Strecke hat nicht so viele Kurven. Nochmal ordentlich Windschatten snacken. Ja. Obwohl Alex Albon zwei Bestzeiten gegenüber Theo hatte, ist Theo ein bisschen schneller gewesen. Okay, go in, go in. So, und jetzt muss man mal gucken, was für Zeiten hier sonst gefahren werden. Magnussen deutlich schneller als wir, Alonso auch. Oh, da gab es Stress. Ne, das war nur Autos vorbeilassen, ne? Unsere Jungs standen da gerade. Es hat mir ein bisschen Sorgen bereitet. Aber ich glaube, es ist alles gut. So, wir ziehen noch mal ein paar frische Reifen auf. Und dann versuchen wir noch mal einen schnellen Run zu machen. Wissen wir denn, wann es einigermaßen leer sein wird? Na, es flaut jetzt schon wieder ab. Also wir könnten jetzt eigentlich gleich wieder raus, wenn wir da Bock drauf hätten. Wenn jemand mitkommt. Wir wollen ja ein bisschen Windschatten haben. Nico Hülkenberg, oh, ich hoffe, der ist nicht zu schnell für uns. Wir versuchen mal da dran zu bleiben. Gucken uns das gleich von Alex Albons Flügel aus an. Es könnte wirklich sein, dass Nico Hülkenberg da ein bisschen schnell für uns unterwegs ist. So, aber wir haben eine freie Strecke. Das ist schon mal super. So, den... was war es? Den Aston Martin, glaube ich, ne? Haben wir da gut passiert. So, Alex Albon mit einer Verbesserung in Sektor 1 unterwegs. Theo noch nicht so sehr. Aber kann ja alles noch werden. Theo in Sektor 2 mit einer Verbesserung, Albon auch. Und dann sind wir hoffentlich safe durch und haben noch halbwegs brauchbare Reifen fürs Q2. Also Alex Albon mit einer deutlichen Verbesserung, Theo auch nochmal. Also das war wirklich eine krasse Verbesserung. Gelbe Flagge gibt es irgendwo. Tsunoda blockiert nämlich am Eingang der zweiten Schikane. Das war also die vierte Kurve. Sehr stark auf den Bremsen. Einfach nicht in der Lage, den Wagen hier zu kontrollieren. Ja, da kann man sich auch mal den Unterboden kaputt machen an der Stelle. So, und ich denke mal, damit sind wir hier fürs Q1 durch. Ich werde jetzt hier einfach beschleunigen. Oh, okay. Was passiert? Oh.
Pierre Gasly war das. Oh mein Gott. Das läuft heute nicht so, wie das Team gehofft hatte. Das ist sicher. Ja, und dann muss er da aus der zweiten Schikane rausgeschleppt werden. So, wir machen einfach nichts. Wie gut sind die noch? 91% und 92%. Das ist komplett in Ordnung. So, weiter geht's. Gasly ist raus. Hatte vorher eine Zeit gesetzt. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Blockiert er da tatsächlich einen Slot für jemanden oder nicht? Norris ist hier noch ganz schön weit hinten. Hamilton ist noch ganz weit hinten. Leclerc, Perez. Die werden sich alle noch nach vorne schieben. So, Norris und Piastri kommen da rein. Tsunoda ist schon fertig, hinter uns geblieben. Wer fehlt denn noch? Hülkenberg. Ja, der ist noch auf einer schnellen Runde unterwegs und Sainz kommt jetzt in die Box. Der war schon durch. Ah, Hülkenberg auch. Okay, da habe ich mich geirrt. War doch nicht noch auf einer schnellen Runde unterwegs. So, 9. und 10. Platz ist gar nicht so kacke, muss ich sagen. Wenn das nachher im Rennen auch so ungefähr unsere Geschwindigkeit sein sollte, dann hätten wir vielleicht wirklich mal die Chance auf den Punkt. Wer hat es dann rausgehauen? Die beiden Alfa Romeos mit Valtteri Bottas und Zhou Guanyu. Die beiden McLarens mit Oscar Piastri und Lando Norris. Und den Aston Martin von Lance Stroll hat es auch rausgehauen. Pierre Gasly konnte eine Zeit setzen. Schnellster war Max Verstappen. Deutlich vor Carlos Sainz und Charles Leclerc. Knapp vor Fernando Alonso. Interessant. So, wir haben jetzt natürlich keine super coolen Reifen mehr. Ziehen hier einfach das Beste auf, das wir noch haben, ohne einen neuen Reifensatz zu benutzen. Ja, und wir müssen eigentlich die Zeiten nochmal wiederholen, ne? Also eine 1:21.1 niedrig, um hier durchzukommen. So, mit wem fahren wir denn mit? Mit Hülkenberg, das hat ganz gut funktioniert eigentlich, ne? Tsunoda, De Vries würden auch gehen. So, wer traut sich? Ist eigentlich irgendwie... Nee. Sehr gleichbleibende Bedingungen hier in dieser kurzen Qualifying Session. Habe ich nicht gesehen, wer es war. Verstappen. Nee. Der ist vielleicht ein bisschen zu schnell für uns unterwegs. Sainz auch ein bisschen schnell. Alonso ein bisschen schnell. De Vries, da können wir mitfahren. Ja, da sind wir, glaube ich, noch ganz gut dahinter gekommen. Na, ein bisschen Abstand haben wir schon. Schauen wir uns gleich mal aus dem Cockpit von Alex Albon an. Verstappen will da vielleicht noch vorbei an uns. Er reißt dann hier wieder alles auseinander. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Ja, okay, on traffic. The race that you're pushing. So, da vorne ist De Vries. Und wir schauen mal, ob wir an ihn rankommen. Ja,
Alpha Tauri scheinbar ganz gut nachgebessert zu haben, tatsächlich. Ob das jetzt reicht, um irgendwie Punkte einzufahren? Fraglich. Also, dann schauen wir uns mal an die Zeiten. Der ganz vorne mit einer 1,20,9 Alonso. Wir durften ja nicht allzu weit hinterbleiben, sind wir aber. Hat Albon da nochmal gebremst? Kurz vor Startziel? Wieso ist denn der so viel langsamer jetzt als Pocher gewesen? Und wie ist Pocher da vorbeigekommen auf Startseite? Das hat irgendwie so gar keinen Sinn ergeben in meinem Kopf schon wieder, was da passiert ist. So, wir hauen nochmal die etwas frischeren Reifen raus und dann versuchen wir nochmal irgendwie was zu reißen, ne? Denn so sind wir natürlich raus. Haben die jetzt doch die anderen Reifen aufgezogen gehabt? So, zur Not fahren wir ganz am Schluss nochmal mit. Ja, Alonso zu schnell, Sainz zu schnell. Vielleicht können wir uns nochmal an De Vries ranhängen. Auch wenn der quasi direkt neben uns aus der Garage kommt. Die Mercedes haben sich da direkt abgelöst an ihrer Box. Und jetzt würde ich gerne rausfahren. Jetzt sieht es ganz günstig aus. Da kommt Hülkenberg. Da hängen wir uns einfach ran, würde ich sagen. Der Mercedes geht weg. Der geht weg, okay. Aber Theo ist jetzt super weit weg von Albon. Der hat sich da so ein bisschen irritieren lassen vielleicht. Wir schauen mal. Ah, dann drängt sich hier Hamilton noch durch irgendwie. Das ist ja alles nicht so schön. It's quite busy there, be careful, mate. Also, wir gucken mal hier. Ist es De Vries vor uns oder Hamilton? Ja, wahrscheinlich eher De Vries, so schnell wie der Wagen noch ist. Wow. Ja. Das ist ein Haas. Ach, sind wir mit Hülkenberg rausgefahren? Das kann sein, ne? Ja, De Vries ist auf der Outlet. Wir haben uns hinter Hülkenberg gehängt. An dem Mercedes, da sind wir ganz gut vorbeigekommen. Also, und hinter Hülkenberg machen wir ganz gute Zeit. Theo ohne Verbesserung unterwegs. Aber wir haben wenigstens beide Fahrer ins Q2 gebracht. Wow, okay. Das sah alles ein bisschen knapp aus. Theo im zweiten Sektor mit einer Verbesserung. Alex hat hier, glaube ich, ein bisschen auf Hülkenberg verloren, weil sein Kurvenausgang da ein bisschen kompromittiert war. Take a flight. Currently being 12. Sektor 3 war nicht so geil für Alex Albon leider.
Da ist er nicht gut durchgekommen. Gelbe Flagge, das war hier Hülkenberg, oder? Hat er hier abgekürzt gerade? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Der ist da über Kurve 1 hinausgeschossen. Sieht alles ganz gut aus. Ja, quasi. Oh, und der Wagen blockiert. Sie konnten einfach nicht viel dagegen unternehmen. So, dann Daumen drücken, dass Pocher vielleicht durchkommt. Das wäre für ihn ja ein super Ergebnis. Hamilton kann uns da nicht mal in die Suppe spucken, der ist durch. Theo hat es ins Q3 geschafft, Alex leider nicht, der hatte da ein bisschen Pech mit dem Verkehr. Ja, aber 13. Platz, ne, da kommt er vielleicht noch ein bisschen nach oben. Ja, ein Platz mindestens, ne, Magnussen und Perez, muss man mal gucken, wo die landen. So, wer hat es denn hier noch erwischt? Lewis Hamilton direkt ausgeschieden hier. Nick de Vries und Yuki Tsunoda, beide Alpha Tauris raus und... Ah, Pierre Gasly. Der hat gar keine Zeit gesetzt. Die haben seinen Wagen nicht repariert bekommen, scheinbar. Deswegen war ich gerade verwirrt, dachte, hey, hier sind nur 4 Wagen, die in Zeit gesetzt haben, raus. Ja, aber Pierre hat es noch erwischt. Der hat keine Zeit gesetzt. Interessant. So, Q3 zumindest für Theo. Und da können wir natürlich wieder auf frischen Reifen raus. Das ist super. Und dann hoffe ich, dass ihm das ein bisschen was bringt. Ja, also besser als Platz 10 wird es nicht, aber ich hoffe ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Selbstvertrauen. Das wäre doch ganz cool, ne? Ja, mit Hülkenberg fahren wir, denke ich, raus. Ja, Bedingungen der Strecke wieder sehr gleichbleibend. Wir warten auf Nico. Das war Ocon, glaube ich, den ich da gerade gesehen habe. Ja, links in der Liste sieht man es ja auch. Was ist denn hier los? So, da kommt Verstappen raus. Magnussen. Perez, Alonso, Leclerc, Sainz, Hülkenberg. An den hängen wir uns ran. Und dann schauen wir mal, was Theo leisten kann. Ich hoffe natürlich auf Großartiges. So, hinter uns kommt Ocon schon angefetzt. Ich hoffe, der trennt uns da nicht zu sehr. Boah. Für den Moment waren wir richtig dicht an Hülkenberg dran. Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen weg, leider. And clear. And you go push. So, ich hoffe, wir haben hier genug Platz. Können ein bisschen vom Windschatten von Nico Hülkenberg profitieren. Ja, schneller als Hülkenberg wären, dann wäre das schon ein riesiger Erfolg. Weil der Haas natürlich das deutlich bessere Auto ist diese Saison. In der nächsten Saison haben wir dann hoffentlich das bessere Auto. Haut ein bisschen ab, habe ich so das Gefühl. Aber wir lassen uns mal nicht so früh entmutigen. Ich
Ich hoffe einfach, das reicht noch ein bisschen für Windschatten. T9. Deutlich langsamer als Hülkenberg. That was a good lap. That was a good lap. Russell hat noch keine Runde gesetzt, der macht jetzt erst. Ja, mit Abstand, also schneller werden wir befürchte ich auch nicht. Ja, wir versuchen natürlich trotzdem noch mal eine Runde hinter Hülkenberg herzufahren. Vielleicht klappt es dann ein bisschen besser. Und wir können trotz abgenutzterer Reifen dann ein bisschen uns wenigstens noch verbessern. Ne, da ist noch ein bisschen Geschwindigkeit im Auto drin eigentlich. Wir müssen nur sehen, ob wir die rausgekitzelt bekommen. So, wir lassen die Reifen drauf. Tanken nach. Ich will wieder an Hülkenberg dran. Der ist ja noch ein bisschen langsamer als Magnussen. Jetzt wäre gut, Nico. Kurz fragen, worauf wir denn warten. Besser wird das Wetter ja nicht. So, jetzt werden wir gleich wieder auseinandergerissen. Es ist auch ungefähr dieselbe Stelle. Da sind wir mal ganz dicht dran an Hülkenberg. So passt die Distanz, hoffe ich. Oh, okay, da lässt er uns so ein bisschen stehen. Ist clear. Go push. Oh, da müssen wir uns sogar noch beeilen, über Start-Ziel zu kommen. Das war dann doch eher eine ganz schön knappe Nummer. Okay, let's check the flag. So, die beiden Ferraris übrigens wieder vorne, gefolgt von Alonso. Also da scheint man bei Aston Martin an seinem Wagen wirklich was gemacht zu haben. Matteo inzwischen in Sektor 1 mit einer Verbesserung unterwegs. Aber ganz hinten am Horizont sehen wir ihn nur noch, Nico Hülkenberg. Im zweiten Sektor auch eine Verbesserung für Theo. So, da fahren wir gleich auf Magnussen auf. Na, trotzdem noch langsamer als Nico Hülkenberg, aber nicht mehr so deutlich. Nur noch ein Zehntel. Das geht ja. Ja, 10. Platz für Theo auf jeden Fall. Also ganz vorne, Charles Leclerc, gefolgt jetzt doch von Max Verstappen auf dem 2. Rang, Carlos Sainz, dann Fernando Alonso, Sergio Perez und Kevin Magnussen werden irgendwo weiter nach hinten katapultiert, dann George Russell, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg und Theo, also Theo dann relativ weit vorne, vielleicht schaffen wir es sogar bis auf Platz 8. Dann Yuki Tsunoda, Nick de Vries wird irgendwo nach hinten katapultiert. Alex Albon hier mit Lewis Hamilton und Pierre Gasly und Lance Stroll direkt am Start. Oh, das ist ja nicht so gut.
Ja, und ganz hinten dann die Alfa Romeos und die beiden McLaren. Ja, wunderbar. Dann schauen wir mal, was das wird. Rennen beim nächsten Mal. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.